Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun Ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortec Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit Sie die 7 Attribute besser verstehen, die Sie special machen. Als nächstes geht es um Intelligenz. Nach all dem Gerede um die körperlichen Gefahren im Ödland vergisst man schnell, dass ab und an nur der Klügste überlebt. Ein leerer Geist will mit Wissen gefüllt werden. Und Intelligenz ist der Schlüssel für neue Möglichkeiten und die Anpassung an die neue Welt an der Oberfläche. Ihr großes Wissen ermöglicht Ihnen den Zugang zu neuen Bereichen und neuen Technologien. So geht Zukunft. Intelligente Überlebende lassen sich einiges einfallen und erschaffen ihre eigenen technologischen Wunderwerke. In der Wissenschaft spielt Sicherheit eine große Rolle. Und wenn sich alles gegen Sie wendet, scheuen Sie sich nicht, Ihren Kopf auch mal auszuschalten und Ihre Überlebensinstinkte sprechen zu lassen. Verlieren Sie nur nicht den Kopf. Eine hohe Intelligenz hält aber noch mehr Vorteile in dieser modernen Welt der Wunder bereit. Das Steuern von Fahrzeugen wird dann leichter. Heilen Sie Ihre Mitmenschen, indem die Erschaffung wirkungsvollerer chemischer Mittel aus. Lesen Sie aufmerksam Ihre Vortec-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Ich habe gedacht, ich lasse das mal wieder durchlaufen, einfach weil wir es schon lange nicht mehr hatten. Und ich glaube, einen Intelligenz-Special-Punkt hatten wir sowieso noch gar nicht. Ich kann mich aber auch irren. Ne? Immerhin haben wir jetzt ja mittlerweile auch schon 170, das müsste jetzt Folge 171 sein. Folgen Fallout 4 ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ich denke mal, bis ich das alles durch habe, wird es wahrscheinlich auch wieder so ein 500-Folgen-Projekt oder so. Heieieiei. Wir werden sehen. Jo, wir machen auf jeden Fall jetzt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich beim Mechanist. Und ja, wir standen, glaube ich, weitestgehend davor, wo wir hin wollten. Achso, nee, da läuft hier noch. Okay, okay, was haben wir denn hier liegen? Eine Haarklammerbox, sehr schön. Sowas brauchen wir auf jeden Fall immer. Spielzeugauto brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir hier schon alles aufgesammelt? Ich glaube ja. Blah, glitschi, glitschi. Was haben wir denn eigentlich so an Waffen dabei gerade mal? Irgendwas, was große Löcher macht? Zum Beispiel dieses hier. Wir könnten natürlich Ada aufrüsten, wir könnten aber jetzt auch einfach weitergehen. Ich glaube, ich bevorzuge gerade einfach weitergehen. Okay. Oh oh. Daneben! Der mutiert ja gleich sowieso nochmal. Sag ich doch.
Was, 500 nur noch? Das ist aber nicht viel. Da kriecht er. Ich glaube, der kann nichts mehr, oder? Ich komme jetzt gerade schon fast vor wie ein schlechter Mensch hier. Naja. Ich glaube ja. Was liegt denn da? Achso, das ist wieder hier so ein Buttercup Gedingsi, wie auch immer es heißt. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken von diesem blöden Pferd. Daytripper? Killer Sündrüstung. Waren das jetzt echt nur zwei Gegner? Ach du Scheiße. Ich glaube, da geht's gleich zur Sache, Freunde der Sonne. Ich habe drei Level-Ups. Wo habe ich die denn schon wieder her? Naja, eigentlich eher der Erste, ne? Oh. Au, 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 au. Der macht aber böse Schaden. Das gefällt dem Papa aber gar nicht. Wo ist er? Ah, da. Heilandsblechle. So. Oh, First Aid. Sehr schön. So, hier noch ein Ölkanisterchen und eine Glühbirne nehmen wir auch mal mit. So. Einmal nachladen. Bop. Alter, was wird denn hier oben als ein Roboter durch die Gegend transportiert? Das macht mir aber jetzt gerade ganz unglücklich. Oh oh. Oh oh. Heilandsblechle, ey. Der möchte aber nicht so gern mein Freund sein, glaube ich. Stirb! Ja klar, jetzt nach... Boah, sowas liebe ich ja immer, weißt du? Puh.
tut mir fast leid, da unten der Kerl. Ich hoffe, der explodiert nicht auch noch. Ein Robo-Hirnchen an neues. Hier kommen wir scheinbar noch nicht rein. Ja, das hat generell mit dem Unsneaken nicht ganz so gut funktioniert heute. Dort müssen wir unter gegebenen Umständen noch mal ein bisschen üben. Was lag hier? Ah, Stuff. Okay, also hier geht es scheinbar echt weiter. Wir haben jetzt gerade einfach nur extrem viel, oh, Rattengift, schön. Extrem viel Munition verschwendet. Können wir das bitte wieder beheben? Danke. Ernsthaft, das ist jetzt alles, was hier drin ist? Das ist aber erfrischend wenig. Das war erfrischend dämlich. So. Dann kommen Sie mal mit. Sperre mal die Tür ab. Moin Patrick. Ich habe ein bisschen Angst, wenn es, muss ich sagen. Ja, leider. Es scheint alles ein bisschen zu gut nach Plan zu funktionieren. Sowas mag ich normalerweise nicht. Wer nutzt das? Ich vermute einen Hinterhalt. Das wär's. Wobei Zahnpasta ist wichtig. In Zeiten wie diesen, wo man nichts hat. Außer ein bisschen Kreide, um sich die Zähne zu putzen. Da braucht man Zahnpasta, wenn man sie finden kann. Versteck spielen.
Oh, scheiße. Oh Scheiße, das wird so schief gehen. Boah, ich habe echt nicht mehr viel Schuss für das Ding hier. Das ist aber kacke langsam, Freunde. Lebt das Ding noch? Bin mir nicht sicher. Das liegt so merkwürdig da. Okay, du darfst weiterleben. Deine Feuerkraft ist aber auch sehr beschissen, muss ich sagen, ne? Natürlich müssen dann direkt wieder zwei Aggressotrons ankommen. Echt? Das ist ja echt auch schlau von dir. Möchte ich diese umbauen eventuell? Ich glaube nicht. Nee, komm. Wir lassen das jetzt gerade mal erstmal so. Und gehen hier erstmal weiter. Oh Gott, das wird so schief gehen. Freunde. Hier ist schlecht mit Schießen. Terminal vom Umspannkraftwerk. Was steht denn hier Schickes drin? Offizielle Genehmigung. Ich glaube, hier steht nichts Wichtiges drin. Das können wir erstmal ignorieren. Ich glaube, das ist einfach nur so random Shit. Ich hätte Lust, da mal reinzuschießen. Aber jetzt auf jeden Fall nochmal lecker eine Nuka-Cola. Quantum, logischerweise. Ich sollte vielleicht nicht so viel in der Strahlung rumhüpfen. Was hätte ich mal machen sollen, als die beiden Bots hier noch drin waren? Das wäre vielleicht kurz pfiffig gewesen, ha? Habe ich leider nicht gemacht, von daher... Du lebst doch. Bleibst du hier, du kleine Kackwurst? Mir schwant Böses. Wir müssen draußen bleiben. Ey, wie wär's, wenn du mal angreifst? Der macht doch noch Bumm, oder? Macht er noch Bumm? Ich glaube, der macht nicht mehr Bumm. Hallo, Bossfight-Gebiet. So, okay, Freunde. Ich hätte jetzt doch schwören können, dass das hier Bossfight-Gebiet ist. Naja.
So kann man sich irren. Okay, warum genau finden wir hier gerade einen Stealth Boy? Mal eben so in der Kiste drin, das ist total untypisch. Das bedeutet doch, dass wir den gleich bestimmt brauchen oder benutzen sollten, vielleicht viel besser. Könnte ich mir gerade vorstellen. Geschafft. Gebäudeverwaltungs... Hier ist auf jeden Fall schon wieder kräftig Gas im Umlauf. Jetzt erstmal dieses Terminal nochmal an hier. Vielleicht gibt es hier noch was Interessantes. Aufgaben der Einheit. Ausgemustert, ausgemustert, ausgemustert. Okay. Okay. Das hat uns jetzt auch nicht weitergebracht, nicht wirklich. Ich glaube, ich sollte da nicht dran packen. Jetzt sind wir natürlich ohne Ada hier, was ein bisschen doof ist gerade. Shit. Aber zum Glück hat er sich wieder nach oben gebackt, beziehungsweise geglitscht. Okay, schon mal kein Gas. Keine Ahnung, ob wir jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen oder ob das immer weiter ein Schlauchlevel ist. Das ist schon wieder der nächste Durchgang. Vielleicht können wir das Ding hier schon irgendwie aufmachen? Nee, leider nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwie so, nachdem wir es geschafft haben, irgendwo wird es einen Hebel geben, der die ganzen Türen öffnet, weil dadurch können wir, glaube ich, abkürzen. Oder? Das ging doch. Hier sind wir doch schon vorbeigelaufen, meine ich. Oder auch nicht, oder wir müssen dahin, das kann natürlich auch sein. Research Wing. Klingt gut. Hier. Mach auf. Der Typ hat eine echte Paranoia, was die Türen angeht, ey. Okay,
5mm Patrone. Zum Glück habe ich noch 4 weitere Kerne, weil ansonsten wird sie, glaube ich, irgendwann recht eng werden. Haarklammer. Patronen. Alles, was man so grundsätzlicherweise im Quad. Warte mal, Tür entsperren. Terminal des abgeriegelten Lagerbereichs. Ha, machen wir das mal so. Dann kriegen wir ein paar Erfahrungen dafür fürs Knacken. Siehste. Und das Ding können wir jetzt auch noch mal eben so hacken. Kriegen wir noch mal Punkte. Deathclaws hat also 0 Treffer. Dann ist das nicht. Complexion hat 3 Treffer. Suggestion wäre. Das wäre es. Eine Möglichkeit. Tür schließen. Ja, können wir auch sein lassen jetzt gerade. Oh, das ist aber nett, was der hier hinterlassen hat. Das ist aber nett, Oma. Halleluja, Baby. Ich bin im Paradies. Was haben wir denn hier? 3x Red X, einmal eine Schallgriffkalibriert mächtig 10mm, 2x normale 10mm, 45er Patrone. Das nehmen wir auch mal eben alles mit. Dann haben wir Mahagoni Baseballschläge. Die nehmen wir einfach mal mit, einfach weil sie schön aussehen. Können wir uns irgendwie an eine Wand pappen oder so. Coca-Cola Flasche, die ist nicht ganz so interessant. Gold. Wir haben Gold gefunden. Was können wir denn mit Gold? Patrick hat recht, ein Garniversum. Schön. Schön umschrieben, ja, muss man sagen. Also. Na komm, gib die Schrotzen. Muni her. Ich will die Schrotte! Gib mir das! Gib mir das! Dankeschön. Was haben wir hier noch? Armee-Munitionstasche. Was ist denn hier in diesen Armee-Munitionstaschen? Ich weiß das nicht. Ich habe noch nie. Oh. Eine Safe-Tür. Wozu gehört die? Die muss ja irgendwo drin gewesen sein, die Safe-Tür. Okay. Scheinbar nicht. Die liegt halt einfach mal so rum. Roboter. Oh. Raketen. Edda, wie viel kannst du eigentlich tragen? Jetzt bin ich mal gespannt. Hi, Dominik. Ich bitte durch hier, dankeschön. Melone, Kapitänsmütze. Wäre eigentlich auch ein Gag. Aber pass auf, wir haben jetzt hier gerade erstmal alles geplündert. Wir speichern mal eben hier und machen hier mal ganz kurz einen kleinen Cut. Morgen geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, dankeschön fürs Zuschauen und ciao.